whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Die Old Middleton Brennerei im südirischen Cork habe ich 2010, im Frühjahr 2010 besichtigt und da gibt es hier ein Video davon. Und diese Brennerei ist die Kernzelle des modernen irischen Whiskys. Dort sammelten sich nach der großen Krise in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts die verbliebenen Marken an einem Produktionsstandort. Und damals baute man neben der alten Old Middleton Brennerei, die hunderte von Jahren zurückreicht, auch die New Middleton Brennerei, die heutzutage die gesamte Produktion stemmt. Und die Old Middleton Brennerei hat man zum Museum gemacht. Dort kann man auch sehr schön sehen, wie damals irischer Whisky hergestellt wurde. Also der Middleton Very Rare, den ich Ihnen heute vorstelle, der stammt aus der New Middleton Brennerei. Und jährlich werden nur wenige Fässer, man spricht von der Größenordnung von 50 Fässern, in Amerika würde man sagen ein Small Batch, als Middleton Very Rare abgefüllt. Und jeder dieser Abfüllungen trägt also einen Jahrgang. Und die Flasche, die ich heute bespreche, ist der Jahrgang 2008. Und irgendwie hat es mich erstaunt, dass wir diesen Jahrgang 2008 sehr, sehr lange führen konnten und dass auch die Nachfrage nach diesem 2008er sehr, sehr hoch war. Es waren wohl viele Wiederkäufer dabei, denen dieser Blended Irish sehr geschmeckt hat. Es ist ein Blended Irish Whiskey, der dreifach destilliert ist und damit besonders weich und mild ausfällt. Und genau das ist ja das, was wir am irischen Whisky so mögen, dass der Brennereicharakter vergleichsweise mild ausfällt durch die dreifache Destillation und der Fasscharakter damit ein höheres Gewicht erhält. Wenn man dann die Fässer noch entsprechend richtig thermisch behandelt und ausbrennt, dann erhält man im Vergleich einen relativ süßen Whisky. Es sei denn, man gibt nur sehr viel europäische Eichenfass dazu. Aber das werden wir nachher sehen, was nun aus dem Middleton Very Rare rauskam. Probiert habe ich den das erste Mal um so 1997 in einem Hotel irgendwo in Hessen. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Jedenfalls fanden wir uns nachher alle an der Bar wieder von unserem ganzen Manager-Treffen oder Manager-Fortbildung, die wir dort hatten. Und dort stand nun diese Middleton-Flasche und wir haben sie fast geschafft. Nun gut, wir waren auch 20 Mann. So ist das nicht so schwierig gewesen. So, es erstaunt, dass diese Flasche in einer wirklich diesmal hochwertigen Holzkiste kommt, aus dem Hartholz und nicht den rustikalen Stil pflegt, darauf ein schönes Middleton-Label, was sogar noch eine Plastikfolie darüber hat, damit sie etwas geschützt ist. Wenn man die Plastikfolie abzieht, dann kommt da ein wunderschönen, jetzt schauen wir, ob wir es hier glänzen lassen können. Na, will nicht. Ein wunderschönes, hochglanzpoliertes Label zum Tragen. Innen drin gibt es natürlich die Flasche, dazu ein kleines Heftchen. Und in diesem Heftchen ist jetzt noch ein Zertifikat, das überstrahlt bestimmt mit dem Scheinwerfer, ein Zertifikat drin, das sagt, es ist limitiert produziert, trägt die Unterschrift von Barry Crockett, nicht Sonny Crockett, also von Barry Crockett, dem Brennereimeister. Und hier schreiben sie noch was Schönes drin. In Dublin selber, wo früher John Jameson and Son zu Hause war, die Auswanderer aus Schottland nach Irland waren und dort begannen, Irish Whisky zu destillieren. Da schreiben sie hier, dass sie einen hier zur Old Jameson Distillery in der Bow Street einladen, da war ich auch.
Und dann kann man sich mit dieser Flasche in ein spezielles Register eintragen, wo alle diese Flaschen aufgeführt sind. Das habe ich schon mal in den USA bei Jack Daniels gesehen. Und mir erschließt sich diese ganze Geschichte nicht, warum man das da einträgt. Das Einzige wäre vielleicht, wenn einem die Flasche gestohlen wird und sie irgendwo angeboten wird, dass man dann über dieses Register nachweisen kann, dass einem diese Flasche gehört. Diese Flasche trägt jedenfalls die Nummer 38.172, was jetzt nicht so den limitierenden Faktor ergibt. Ja, aber 50 Fässer mal ein paar hundert Flaschen, das ist schon mal eine Hausnummer. Und das zeigt auch, warum man diesen Whisky jetzt, wo wir das Jahr 2011 schreiben, immer noch vom Hersteller im Jahrgang 2008 ausgeliefert bekommt. Die Flasche trägt ein sehr schönes altes Etikett und da habe ich eine wunderbare Reihe an Flaschen der einzelnen Jahrgänge gesehen und das habe ich in diesem Video, was ich am Anfang Ihnen gezeigt habe, habe ich das aufgenommen, hat mir wunderbar gefallen. Ein Jahr nach dem anderen, das Etikett verändert man nicht, das ist klassisch alt. Toll, besser als dieses ständige Verändern des Marketings. So, aber nun kommen wir zum Inhalt, lang genug geredet. Wenn die Flasche nur aufgeht, jetzt. Ich frage mich, wann es mir passiert, dass ich hier mal einen korkenden Whisky erwische. Ich rieche immer dran, aber noch keinen erwischt. Da müsste ich dann abbrechen. Müsste dann nach einer neuen Flasche gehen und dann ja, weiterdrehen. Hui! Zwei Dinge fallen sofort auf. Das erste ist, da kamen sofort Kräuter. Erstaunlich viele Kräuter, wo die alle herkommen. Und das zweite ist dieses aromatische, von frisch ausgebrannten Eichenfässern. Eine sehr, sehr aromatische, fruchtige Note, die sich sehr schön komplex mit den Kräutern verbindet. Auf jeden Fall deutlich kräftig und eine gewisse Verbundenheit und Ähnlichkeit zum Jameson 12 Jahre ist durchaus erkennbar. Ah ja, zum Jameson 12 Jahre habe ich hier natürlich auch ein Video. Und wo wir dann schon dabei sind, zum Jameson ohne Altersangabe, habe ich hier auch noch ein Video. Und da ist diese aromatische Note eigentlich am stärksten zu spüren. Geschmack, vergleichsweise fruchtig, zusammen mit der Süße und dann der Würzigkeit der Fässer, aber Früchte und Honig sind für mich schon sehr dominant und der Abgang wird dann ja sehr samtig weich, bis in die Wangen belegt und diese Würzigkeit und die Kräuter, die verblassen aber unheimlich schnell und es bleibt dieser milde, weiche Abgang zurück. Sehr interessant. Toll, gefällt mir wirklich gut. Steht wirklich drauf, Age to Perfection. Und das kann man sagen. Das ist der beste Ire, den ich bislang probiert habe. Das muss er auch sein. Er kostet über 100 Euro.
Und als nächstes probiere ich hier noch den Jameson Gold, den ich auch in einem irischen Pub probiert habe, in Cork, nicht weit von der Brennerei entfernt. Und der ist mir damals in diesem Pub als sehr würzig in Erinnerung geblieben. Und da blende ich Ihnen dann hier das Video ein. Auch wenn Sie in ein paar Jahren oder Jahrzehnten dieses Video sehen werden, der Middleton Very Rare aus der New Middleton Brennerei von John Jameson & Son wird immer vergleichbar, ähnlich, hervorragend abgefüllt. Und mein Gedankenschlag zu meinem Probieren im Jahr 1997, ja, so habe ich das auch ungefähr in Erinnerung. Ich freue mich, dass Sie mir zugeschaut haben. Herzlichen Dank.